sleep my veins run dry, I'm empty. Ja, willkommen zurück zum Blog. Heute wieder im Keller. Ich kann echt wieder Sport machen, aber draußen ist es richtig ekelhaft zum Fahren. Das will ich jetzt nicht machen. Daher werde ich heute nochmal aufs Indoorrad drauf gehen. Ich habe mir heute auch ein Stativ geholt, dass das nicht alles noch so extrem verwackelt ist, weil das war ja bis jetzt nicht so prickelnd, was ich da gezeigt habe. Da lobe ich Verbesserung. Ich werde das Ganze heute ein bisschen auf der Tax-App machen. Ich habe ja noch mein Probeabo, was läuft. Will da vielleicht mal einen Film abfahren. Muss ja einfach gerade individuell spontan schauen, was ich da mache. Und ja, würde ich sagen, legen wir schon mal los. Ja, ich werde mir heute mal wieder eine neue Tour aussuchen. Und zwar, ich will einfach mal etwas Entspanntes machen. Das heißt also hier jetzt wirklich nicht groß den Berg hochfahren. Ja, vielleicht fahre ich ja in Deutschland so ein bisschen lang. Ich glaube, das ist ganz gut. Sagen wir einfach mal Ergebnisse anzeigen. Na? Und dann werden wir einfach mal einen Teil hier auswählen. Wir nehmen jetzt einfach mal Invalley. Das ist doch ganz gut. Das ist relativ flach. Und ja, ich denke mal für einen Einstieg, nachdem, dass ich jetzt krank war, ist es eigentlich ganz gut. Dann gehen wir mal hier auf Start. Und dann legen wir auch schon gleich mal los. Ne, ich möchte es ja nicht machen. Und dann können wir jetzt ja auch gleich direkt hier starten. Ja, und dann geht es auch schon direkt hier los. Schön entlang hier. Ach, das sieht einfach nach Urlaub aus. Die Häuser erinnern mich immer direkt an Urlaub. Und berg runter, so muss es sein. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt eigentlich hört, aber der Tax, beziehungsweise ich fahre jetzt hier gerade auf Matsch und Schotter. Und es ist wirklich simuliert, also es ist wirklich toll gemacht. Ich muss mich jetzt richtig anstrengen, dass ich hier die Strecke lang fahre. Also im Rahmen dessen natürlich. Aber es ist leicht, nicht so leicht wie auf der Straße zu fahren. Und ich habe so Lust auf Urlaub, wenn ich das hier sehe. Oi. Ja, hier unten sieht man es auch an der Beleuchtung, wie schnell ich fahre. Das ist entsprechend immer hier der Wattzahl. Und wir sehen auch hier oder hören auch, hoffe ich, das Geräusch. Ich bin wieder auf der Straße, jetzt ist alles wieder normal. Ja, willkommen zurück. Heute waren wir wieder endlich draußen bei Tageslicht. Ich habe heute mal Homeoffice machen dürfen und habe dann gesagt, okay, ich gehe jetzt mal direkt dann laufen nach der Arbeit. Ich mache heute den Corpspot-Test bzw. ein Teil für den Test bzw. für das Review. Ich bin heute mit mehreren Uhren unterwegs, wie ihr hier schon erkennen könnt, weil ich verschiedene Sachen testen möchte in verschiedenen Ausführungen. Ich trage den Corpspot jetzt hier am Schuh auf der linken Seite, rechts ist der Stride. Und ja, was will ich testen? Auf der Pace 2 ist das Ganze hier entsprechend installiert bzw. drauf. Und da habe ich jetzt auch gerade ein Update gemacht. Die Uhr ist auf dem neuesten Stand, damit die auch in Corpspot 2 arbeiten kann. Und hier will ich einfach gucken, ob die Distanz passt, weil der Corpspot misst hier unten nur die Distanz und die Leistung, aber hier zum Beispiel keine Laufeffizienzwerte. Das würde ich an dieser Stelle nicht machen. Auf der rechten Seite laufe ich mit der Corps Apex 2 Pro. In diesem Fall eben Multiband GPS ohne Pod, weil ich einfach mal wissen will, wie der Distanz wie das ist, ob sich das überhaupt lohnt. Dann habe ich noch die Apex 2 mit dem HM Pro Gurt, der dann entsprechend hier Daten misst. Und hier habe ich noch das schwer zu erkennen, die Forerunner 955. Ja, und die Sonne ist auch schon am Untergehen. Bald ist es soweit. Dann kann ich endlich wieder an Tageslicht laufen. Aber das Wetter ist schön, aber ein Grad. Huhu. Ja, das ist auch wieder der erste Lauf nach der Erkältung und ich merke schon ein bisschen tatsächlich. Also einfach nur, dass ich jetzt ein bisschen Fitness abgebaut habe, weil ich laufe meine Pace wie sonst und schon ein bisschen außer Atem. Ja, so ist es halt. Der Nebel steigt schon hier an den Feldern auf, ich weiß gar nicht, ob man das gut erkennen kann. Ja, ich werde jetzt auch gleich ein paar Sprints reinlegen, beziehungsweise ja, schnelle Passagen, wieder was Langsames, um einfach zu gucken, wie alles reagiert. Sowohl Stride, als auch Pod, als auch die Uhren. Und ja, bin auch dann schon aufs Ergebnis gespannt. Aber das ist ja nur ein Blog und möchte an der Stelle auch mal erwähnen, es ist einfach nur ein Blog, wo ich dann ein bisschen berichte, was ich so mache. Den Test, das Review gibt es dann wirklich mit Auswertung alles dann hier bald auf meinem Kanal. Ja, jetzt bin ich hier ein paar Einheiten gelaufen, so ein bisschen schnell, ein bisschen langsam und ich habe gerade mal 3,5 Kilometer drauf und boah, alter Schwede, war doch ein Ticken zu früh, glaube ich, dass ich angefangen habe. Ich habe mich eigentlich heute noch gut gefühlt, aber ich merke es ein bisschen, also ich bin echt froh, wenn dieses ganze Krankheitsgedöns endlich bald rum ist und wir endlich mal so warmes Wetter haben und nicht mehr wechselhaft. Das ist einfach jetzt wieder schönes Laufen und man wieder kontinuierlich laufen kann. Wobei, ich bin jetzt auch keinen Rhythmus gelaufen, so richtig. Dadurch, dass ich halt schnell, langsam laufen, schnell, langsam für den Test halt, ja, ist das Ganze dann doch ein bisschen anstrengend. Aber ich will nicht jammern.
will es einfach nur sagen, das kommt auch mal vor. Auch bei mir kommt das vor. Ich mache jetzt Run and Walk, das heißt also ein Stück laufen. Also eigentlich sollte man traben, aber wegen Film laufe ich jetzt. Und dann wieder ein bisschen schneller laufen und so kommt man auch so auf seine Zeit. Ist ja auch ein Teil des Trainingsplans bei Garmin, beim Chefcoach. Und das setze ich gerade ein bisschen um, unfreiwillig. Ja, willkommen zurück. Wir haben heute Samstag, den 11.02. Der Februar ist auch schon wieder halb rum. Es ist einfach Wahnsinn, wie die Zeit rast. Also, keine Ahnung. Ja, ich bin heute wieder dekorativ nochmal gekleidet. Ich mache heute den zweiten Lauf mit einem Pott. Und zwar ist diesmal der Pott hinten am, Poppes. Keine Ahnung, hinten an der Hose eingeklemmt. Und genau, der macht er jetzt die Effizienzwerte und er reagiert halt ein bisschen anders. Also wenn er am Schuh ist, das habe ich glaube schon gesagt, weiß nicht, dann macht er so Wattmessungen, Tempo und jetzt kommen dann halt Bodenkontaktzeit, vertikales Verhältnis, vertikale Bewegung und so weiter und so fort. Kommen jetzt dazu, da mache ich jetzt nochmal einen Test. Ich habe jetzt auch wieder die Pace 2 dabei. Die Pace 2 läuft jetzt ohne Pod. Ich will mal gucken, was die Distanz dann anzeigt, ob das wirklich einen Vorteil bringt, weil die ist ja beim ersten Lauf mit dem Pod gelaufen. Und auf der Chorus Apex 2 Pro habe ich jetzt den Pod entsprechend hier gekoppelt. Und noch zu guter Letzt habe ich heute neu dabei, ich habe ja so wenig, habe ich die Garmin Bounce noch dabei. Da möchte ich einfach mal eine Strecke aufzeichnen, weil mein Sohn wollte nicht. Und jetzt mache ich das einfach, weil da muss jetzt das Video noch kommen. Der Junge muss jetzt zurück, das ist eine Leihgabe gewesen. Und da brauche ich jetzt noch eine Strecke und das will ich noch testen im Akkuverbrauch, wie das Ganze da aussieht. Weil die Bounce hat ja auch die Möglichkeit, dass ihr hier dann auch Tracking machen könnt, beziehungsweise die Kinder können das machen, sowohl schwimmen, laufen als auch Radfahren. Das Ganze ist dann auch auf GPS-Basis. Ja, und heute läuft es auch viel, viel besser als vor 2 Tagen noch. Und ist auch angenehm, wenn man rhythmisch laufen kann und nicht immer schnell, langsam, aber noch nicht so ganz fit wie ja, noch vor 1-2 Monaten. Also der Winter war dies ja nicht so gut. Aber shit happens. So, jetzt bin ich an der gleichen Stelle, wo ich dann wieder Run and Walk mache. Einfach zu schauen, wie da der Pott reagiert, wie sensibel der Pott ist. Und ja, im Vergleich zum HM Pro-Gurt, den habe ich unten drunter an. Ja, zum Thema Pott allgemein ist auch die Frage, ist es heute überhaupt noch interessant? Weil A, wir natürlich heute deutlich bessere GPS-Bilder bekommen, beziehungsweise GPS-Messungen auch dadurch die Entfernung besser gemessen wird. Zumindest was die neuen Uhren angeht. Also, das kommt jetzt nach und nach bei allen Uhren raus. Ich denke mal, es wird bald keine Uhr mehr geben, die es nicht hat. Oh, ja, eine Runde. Das ist natürlich dann die Frage, wie interessant ist das Ganze, beziehungsweise auch, kann man das dann nicht anders lösen, wie zum Beispiel jetzt Garmin löst mit dem HM Pro Gurt oder auch mit dem Plus Gurt, wo das einfach im Gurt verbaut ist, weil die Herzfrequenzmessung die meisten tatsächlich auch noch über den Gurt messen, weil die einfach noch mal ein bisschen genauer ist als jetzt hier an der Uhr. Daher wäre die Frage, oder stellt sich die Frage, Pod ja, nein, beziehungsweise Chorus Brustgurt ja, nein, das ist dann die Frage an der Stelle, wo das Ganze halt mit verbaut ist, weil der Chorus Pod ist anders als das Stride zum Beispiel, nicht kompatibel mit anderen Uhren. Das Stride kannst du ja an alles quasi fast dran knüpfen. Das ist kein Problem, alle gängigen Sportuhren funktionieren. Und ja, das ist beim Chorus Pod leider nicht so. Der kann nur Chorus Uhren und das ist jetzt wie gesagt echt die Frage, ob das überhaupt noch markttechnisch so nachgefragt wird. Das weiß Chorus besser als ich, waren so meine Gedankengrütze dazu. I bet you're happy and don't think that much about me. Here I am not knowing how to move on without you. Ja, den Test bin ich jetzt gelaufen. Die Apex war hier das Maßgabe, beziehungsweise das ja mit 5 Kilometern der Point, wo ich mal geguckt habe, wann es passt. Und interessant, die Cold Pace 2 jetzt ohne Pod im zweiten Lauf hat jetzt auch knapp 30, 40 Meter weniger drauf als noch beim ersten Lauf. Und die Apex Pro hat jetzt das drauf, was vorhin oder beim ersten Lauf bei der Pace 2 drauf war. Muss einfach mal dann schauen, wie das Ganze aussieht. Die Datenauswertung kommt dann entsprechend hier im Test-Review-Pod und da werde ich das auch im Detail dann nochmal zeigen. Ja, dann möchte ich auch noch einen Ausblick geben auf die nächsten Wochen, was hier alles auf dem Kanal erscheinen wird. Von Garmin die VivoMove Trend bekommen, beziehungsweise die liegt schon da. Die hatte ich jetzt noch nicht ausgepackt, weil ich den Garmin Instinct Crossover Test noch fertig machen wollte. Das heißt also, da kommt nächste Woche geplant das Video zur Trenduhr. Da gibt es wieder ein ausführliches Review und dann teste ich die nochmal und gebe euch dann ein kleines Feedback, wie ich die Uhr finde. Also der erste Eindruck ist sehr gut, also vom optischen jetzt halt. Das ist wirklich eine schöne Uhr, die man auch mal so anziehen kann, wenn man abends weggeht und dass man gleich als Sportler auffällt.
Und ich denke, da ist auch die Zielgruppe dafür. Neben natürlich denen, die jetzt auch sagen, okay, ich möchte ein bisschen was aufzeichnen, aber ich bin jetzt hier nicht der Sportnerd vom Herrn und brauche ich so eine fette Sportuhr. Dann habe ich von Petzl die neue Lampe bekommen. Ja, ich weiß, es ist langsam nicht mehr so, dass es draußen dunkel ist, aber der nächste Winter kommt. Ein bisschen dunkel ist es ja noch draußen. Da werde ich jetzt auf jeden Fall auch noch das Video zu machen. Die, Now RL, glaube ich, heißt die. Noah RL. Ich blende es ein, wie sie heißt. Und die ist erstmal super schön verpackt. Und da werde ich nochmal einen Test machen, beziehungsweise euch zeigen, was der Unterschied ist zur Eco Core, die ich jetzt auch habe. Und bin mega begeistert von der Lampe. Also wirklich top Lampe, super leicht. Und ja, die andere werde ich dann auch nochmal testen, beziehungsweise euch zeigen. Dann habe ich noch Salomon direkt angeschrieben. Und zwar, ich möchte hier, ich habe jetzt auch den Trinkrucksack hier AG2 an. Ich habe nachgefragt, ob ich Trinkrucksäcke haben kann zum Reviewen. Also ich habe mehrere Lösungen. Ich habe eine Lösung, einfach nur ein Brustgurt. Dann eine Lösung, Brustgurt mit Flasche. Und dann noch ein Laufgurt, beziehungsweise hier eine weitere Weste, die etwas größer ist und Reißverschluss hat gegenüber die hier. Und da würde ich auf jeden Fall auch einen Test machen, beziehungsweise ein Review. Teste ja nicht. Ich teste ja schon seit 2 Jahren und bin mega begeistert davon. Und da will ich einfach mal zeigen, was da für Unterschiede gibt, was es da für Lösungen gibt. Weil gerade im Sommer ist es wirklich eine tolle Sache, die Westen hier. Deswegen habe ich auch Salomon selber angeschrieben und nachgefragt, ob ich da was haben kann. Und die haben gesagt, ja, machen wir, schicken dir was zu. Und da freue ich mich drüber. Das kommt dann im März, beziehungsweise das Paket bekomme ich im März. Und dann gibt es auch dazu was. Dann plane ich noch zu Apex 2 und Phoenix ein, nach einem Jahr Video zu machen. Einfach einmal Qualität, Updates. Wie hat sich alles verändert nach einem Jahr? Würde ich die Uhr jetzt heute noch kaufen oder empfehle ich sogar tatsächlich zu sagen, warte doch lieber länger Zeit auf eine Uhr. Und da möchte ich einfach mal zeigen, was sich da geändert hat. Vielleicht bist du jetzt noch in der Situation und sagst, ey, will ich vielleicht eine Apex, will ich vielleicht eine Phoenix? Und dann würde ich aber sagen, welche Uhr ich hier am liebsten trage, beziehungsweise was sich da alles getan hat und wie gut ich das Ganze finde. Ja, darüber hinaus habe ich noch geplant, ein Video zu machen, wie die verschiedenen Garmin-Geräte mit zusammenarbeiten. Im Zuge der Vivo Move Trend finde ich das nämlich sehr interessant, weil man die einfach auch sagen kann, ich trage die im Alltag, aber eine Sportuhr trage ich eine andere, wo ich dann Sport machen will. Und da will ich einfach mal zeigen, wie die Uhren zusammenarbeiten, weil da hat sich auch jetzt mit dem Patch was geändert oder mit dem Update der App. Und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe ein Garmin Edge-Gerät oder ich habe eine Uhr oder ich habe 3 Sachen, kann ja auch sein. Und da will ich einfach mal zeigen, wie das zusammenarbeitet, wie das funktioniert, wie man das alles einstellen muss, damit ihr das hier nutzen könnt. Das sind aber 2 Videos, die ich gerade genannt habe, die ich jetzt in Gedanken dabei habe, aufgeschrieben habe. Sollte sich das Gerücht bewahren, dass irgendwann demnächst die vorne Uhren rauskommen mit OLED-Display. Es ist ein Gerücht, ich weiß nicht mehr als ihr. Garmin sagt nichts, also ist nicht so, dass ihr jetzt irgendwas wüsste oder so. Aber es gibt halt, wie gesagt, das Gerücht, ich blende es auch mal euch ein, dass hier Uhren kommen. Es wurde schon mal von Händlern gelistet, sind jetzt gerade nicht günstig im Vergleich. Aber die haben natürlich dann Priorität 1, weil da will ich natürlich wissen, wie das Ganze dann ist. Und A, bin ich selber neugierig, weil ich mag diese OLED-Uhren mittlerweile sehr gerne. Und andererseits, ist das, was dann auch gefragt wird. Und deswegen muss ich dann sagen, die 2 Videos, die werden vielleicht auch ein bisschen nach hinten verschoben, aber sind auf jeden Fall nicht in Vergessenheit. Ja, das ist so der Stand der Dinge, wie ich dann meinen Kanal hier in nächster Zeit befüllen möchte. Und ihr habt auch erst schon gesehen, dass ich viele Shorts gemacht habe. Also ich hoffe, ich nerv euch damit nicht. Muss ich einfach testen, weil YouTube das halt jetzt einfach forciert und man dann auch hier dadurch Traffic auf den Kanal kriegt und auch Abonnenten kommen halt einfach dazu. Daher experimentiere ich da ein bisschen rum. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, wenn euch das auf den Keks geht und ihr da mit zugebombt werdet und irgendwann sagt, hey, der Typ geht mir auf den Zeiger, ich gehe jetzt da weg. Ich möchte natürlich jetzt hier keine Ungereinheiten hier verursachen. Ja, wenn du mehr über den Blog sehen willst, ich verlinke dir oben mal den Blog, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, auch die Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und erholt euch gut, macht viel Sport, das Wetter wird jetzt wieder besser, beziehungsweise auch die Tage länger. Tschüss, bis zum nächsten Mal.